Ich glaube, ich bin ein bisschen kamerascheu geworden in der Zeit ohne Videos. War natürlich ein Scherz. Ja, ich bin wieder da und ich sehe auch nicht mehr aus wie ein Backenhörnchen, was ich ja schon mal sehr gut finde. Tja, diesmal mache ich es nicht ganz so spannend. Das heißt, die Gewinner bzw. Gewinnerinnen des Gewinnspiels zu Asche und Phönix werde ich jetzt als erstes bekannt geben. Und danach erzähle ich noch so ein bisschen. Ich wollte eigentlich mein Monatsrückblicksvideo machen, aber schlau wie ich bin, habe ich meine ganzen Bücher bei meinen Eltern liegen lassen. Und deshalb gibt es das wahrscheinlich erst nächste Woche und ich werde dann jetzt einfach meine Neuzugänge vorstellen. Was nicht besonders viele sind, weshalb das Video auch nicht besonders lang wird. Aber egal, ihr wollt ja eh nur wissen, wer gewonnen hat. Deshalb auch gleich zur ersten Gewinnerin. Dieses wunderschöne Exemplar bekommt Breathless Book. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schick mir eine Nachricht mit deiner Adresse, damit ich das Buch so schnell wie möglich verschicken kann. Okay? Das zweite Exemplar bekommt Kersis Traumwelten. Auch dir Glückwunsch und schick bitte deine Adresse an mich. Mach das über PN oder E-Mail, die steht auch in meinem Kanal verlinkt, wie es dir am besten passt. Und das letzte Buch geht an Conny Z., die auf meinem Blog kommentiert hat. Ich hoffe, du siehst das Video. Meld dich. Ansonsten werde ich auch noch mal auf meinem Blog einen Eintrag dazu verfassen, damit du es hoffentlich siehst. Herzlichen Glückwunsch! Ja, entschuldigt alle, die nicht gewonnen haben. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr deabonniert jetzt nicht deswegen. Ich gehe jetzt einfach mal gleich weiter zu meinen Neuzugängen. Das sind drei Stück, die ich so über Nikolaus und die Adventssonntage gekriegt habe. Und es sind zwei englische und ein deutsches Buch. Das deutsche ist Der Meister von Tess Gerritsen. Das ist der zweite Band der Reihe. Vielleicht habt ihr es ja noch in Erinnerung. Ich habe letztens den allerersten Band gelesen, Die Chirurgin, und ich war total begeistert davon. Deswegen freue ich mich jetzt total, dass ich endlich den zweiten Band habe und weiterlesen kann. Ich habe ja noch den 6. und 7. glaube ich, im Regal stehen und irgendwann muss ich da mal hinkommen. Von daher, ich beginne die Lücke zu füllen. Das zweite Buch ist Witchcrack und das klingt jetzt so, als wäre es ein Fantasy-Buch, in dem es um Hexen geht, aber so ist es nicht. Es ist eine Dystopie und zwar geht es da um eine Gesellschaft, in ja, starke Männer eigentlich das Sagen haben und Frauen und schwache Männer wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Und die Protagonistin heißt Kita und sie möchte eigentlich nicht in dieser Welt, vor allem nicht mit einer arrangierten Ehe leben und muss sich jetzt entscheiden, ob sie vielleicht stattdessen an einen Ort geht, den sogenannten Witchcrack, der sehr gefährlich ist. Mehr weiß ich über das Buch selber nicht, aber ich finde, es klang unheimlich gut und ich bin schon richtig gespannt drauf. Von Dystopien kann ich ja im Moment sowieso noch immer nicht genug kriegen. Also schaut mir das mal an. Tja, und auch das letzte Buch ist wieder eine Dystopie, The Water Wars. Und ich bin ja hier schon total begeistert von dem Cover irgendwie. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann in der Kamera, aber ich finde, das sieht ziemlich beeindruckend aus. Und der Titel ist Programm. Denn in dieser Dystopie wird ein Szenario entworfen, was gar nicht so weit weg ist von unserer Realität. Es geht darum, dass Wasser immer knapper wird. Und hier ist es dann so, dass die Polarkappen geschmolzen sind, dass Flüsse austrocknen und dass wenige Mächtige das gesamte Wasser kontrollieren. Und der Rest der Menschheit steht kurz vor dem Verdursten. Tja, dann geht es da um einen Typen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe jetzt die Beschreibung nicht mehr so im Kopf. Der irgendwie mitten auf einer Straße steht und Wasser verschwendet und dann verschwindet er plötzlich. Vorher behauptet er aber noch, dass er ein Geheimnis kennt, das die Regierung vor allen zurückhält. Klingt eigentlich ziemlich spannend. Die Inhaltsangabe hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil das ist so geschrieben, als würde das Buch einen direkt ansprechen. So, wir müssen und wir sollten und weiß ich nicht. Es könnte gewöhnungsbedürftig sein, aber ich bin trotzdem gespannt, schon allein wegen des Covers. Das waren also auch schon meine Neuzugänge. Ich sag ja, es ist ein recht knappes Video. Ich weiß noch gar nicht so genau, weil ich diese Bücher alle lesen soll, weil ich ja jetzt auch wieder zur Uni muss und es ist so kurz vor Weihnachten, da hat man eh mal ein bisschen Stress. Da fällt mir ein, habt ihr schon alle Geschenke gekauft? Ich bin da mal wieder ein bisschen spät dran. Was soll's? Tja, und abgelenkt bin ich außerdem noch, weil ich ein Computerspiel bekommen habe, auf das ich mich schon ewig freue.
Nicht, dass es neu wäre, aber ich habe bis jetzt einfach noch nicht die Gelegenheit gehabt, es zu spielen. Tja, und ich bin im Moment ein bisschen abgelenkt. Egal. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Macht's bis dahin gut und habt eine schöne Woche. Eins fällt mir noch ein. Habt ihr vielleicht mal Lust auf ein Frage- und Antwort-Video? Also ihr könnt mir einfach mal ein paar Fragen stellen, mich löchern und wenn ich genug zusammen habe, beantworte ich die dann. Das wäre doch mal eine ganz schöne Idee vielleicht, so als Special um Weihnachten rum, weil da wollte ich jetzt nicht unbedingt noch ein Action-Video drehen. Passt ja nicht so ganz in die Zeit.